Wittenberge. Zur ersten und einzigen Mitgliederversammlung 2014 trafen sich am 9. Dezember die Mitglieder der Wirtschaftsinitiative Westprignitz im Speicher der Ölmühle. Neben 11 neuen Mitgliedern, die 2014 aufgenommen wurden, gibt es auch ein neues Gesicht im Vorstand. Marlies Kallis von der Sparkasse Prignitz wurde am 9. Dezember mehrheitlich von den Anwesenden in den Vorstand gewählt. Derzeit zählt die Unternehmerinitiative 128 Mitglieder. Zu den Tagesordnungspunkten gehörte auch der kommende erste Prignitzer Karrieretag am 14. Februar im Oberstufenzentrum Wittenberge. Auf die Besucher wartet neben einer Ausbildungsplatzbörse auch ein Azubi-Speed-Dating.